Hallo und herzlich willkommen bei Durchblick Düsseldorf. Schön, dass Sie heute dabei sind. Freuen Sie sich auf diese Themen. Modernes Lernen. Unterschiedliche Standards an Düsseldorfer Schulen. Neues Maklergesetz. Ab April müssen Vermieter die Courtage selbst zahlen. Voller Körpereinsatz. Drei Sportarten, um den Winterspeck loszuwerden. Die berühmt-berüchtigte Medienkompetenz wird heute in jedem Job gefordert. Und eigentlich sind für Kinder und Jugendliche Smartphone, Laptop und Tablet fast schon Standard. Das heißt aber noch lange nicht, dass sie diese Geräte auch sinnvoll nutzen. Sollten sie das nicht vielleicht schon in der Schule lernen? Das Problem in Düsseldorf? Viele Schulen sind einfach zu schlecht ausgestattet. Wir haben eine Privatschule gefunden. Da scheint es zu funktionieren. Das Freie Christliche Gymnasium, Klasse 8a. Was wie ein Informatikkurs aussieht, ist hier Musikunterricht. Statt eines Instruments hat jeder Schüler sein eigenes Laptop dabei. Die Aufgabe heute, die passende Musik für einen Film im Netz suchen. Der Lehrer erklärt am Smartboard, wie es geht. Ihr nehmt also den fertigen Song, Song auf Festplatte exportieren. Und jetzt habt ihr so ein Auswahlmenü. Entweder nehmt ihr MP3, dann könnt ihr es auch gleichzeitig auf euer Handy ziehen. Kostenpunkt für so ein digitales Klassenzimmer 1.500 Euro. Arbeitsblätter laden die Lehrer in einem Internetportal hoch. So wird Papier gespart und die Schüler können direkt darauf zugreifen. Ob Laptops den Unterricht nun besser machen, darüber sind sich die Schüler nicht einig. Ich würde eigentlich nicht sagen, dass Laptops jetzt besser für die Schule ist, weil viele Kinder, die lenken sich immer halt schneller ab und das ist doof, weil dann lachen sie und stören den Unterricht. Man hat Lust zu lernen, man schreibt, man kann schneller tippen, weil so mit dem Schreiben kommt man nicht ganz so schnell mit wie jetzt mit dem Tippen. Nebenan in Klasse 5b bekommen die Schüler die Laptops von der Schule gestellt. Das Gymnasium hat dafür 60 MacBooks angeschafft. Sinnvoll mit Medien umzugehen, das sollen die Schüler schon früh lernen. Informationen aus der Datenflut im Internet filtern, Programme wie Excel und PowerPoint lernen, aber auch zu wissen, dass es ein Leben ohne Computer gibt. Hier im Deutschunterricht lernen die Schüler, mit 10 Fingern zu tippen. Auch das ist wichtig, um später auf dem Arbeitsmarkt zu bestehen. Für Uli Marienfeld war von Anfang an klar, dass neue Medien an seiner Schule eine besonders große Rolle spielen sollen. Es geht darum, dass wir im 21. Jahrhundert leben, dass Kinder zu Hause lernen, Bilder auf diese Weise groß zu machen, weil sie mit dem iPhone, mit dem iPad spielen. Und wenn wir als Schule gar keine solche Geräte hätten, wären wir einfach lebensfremd. Die Realschule Luisenstraße kann sich so eine Ausstattung nicht leisten, denn die Stadt schießt immer weniger Geld zu. In den letzten Jahren gab es Kürzungen von 300.000 Euro. Hier an der Realschule reicht es nur noch für absolute Basics. Neue Medien und mehr digitale Tafeln wünscht sich Schulleiterin Ingrid Fellmerk. Das braucht man sicherlich nicht für jeden Unterricht, aber im Moment tauschen wir dann die Klassen, wenn mal jemand das Smartboard braucht. Und wenn nur 2 vorhanden sind für 17 Klassen, ist das ein bisschen wenig. Aber die Dinger sind einfach so teuer. Das können wir so nicht finanzieren. Ingo Köhne vom Philologenverband NRW bezweifelt, dass der Computer so eine große Rolle im Schulunterricht einnehmen sollte. Schüler verlassen sich zu sehr auf den PC und sind ohne ihn völlig aufgeschmissen, auch bei der Rechtschreibung. Ständige Mediengewohnheiten prägen das Bewusstsein der Schülerinnen und Schüler. Und wenn sie wissen, dass sie ständig Zugang zu allem Wissen haben in der Welt, dann kommen sie vielleicht in die Gefahr, dass sie ihr eigenes Gehirn als überflüssig empfinden. Am Freien Christlichen Gymnasium profitieren alle von den schlauen Geräten im Unterricht. Oft kennen sich die Schüler so gut aus, dass sogar die Lehrer ab und zu von ihnen lernen. Vor allem aber helfen sich die Schüler gegenseitig. Die jüdischen Kulturtage, das sind über 360 verschiedene Veranstaltungen im Rheinland. Künstler aus allen Bereichen setzen sich mit dem jüdischen Leben auseinander. Mit dabei Graffiti-Künstler KJ263. 2 Monate ist er durch Israel gereist und hat mit einheimischen Sprayern zusammengearbeitet. Ein Beitrag über Kunst auf Beton. Sein Erkennungszeichen, gummiartige Figuren. Sein Stil, spielerisch und bunt. Sein Szenename, KJ263. Denn wie viele Sprayer will er seine Identität geheim halten? Nach 15, 16, 18 Jahren Sprühen macht es immer noch Spaß. Das ist toll.
Das ist sehr befreiend. Für mich ist es mittlerweile wie ein Yoga, um Graffiti zu sprühen. Seit 4 Jahren ist KJ263 auch international unterwegs. Seine Begegnungen und Fotos aus Israel hat er in einem Tagebuch festgehalten. Bald soll es veröffentlicht werden. Selbst gesprüht hat KJ263 bei einem Festival in Haifa, ein Großprojekt im Auftrag der Kunstakademie vor Ort. Die Graffiti-Szene in Israel ist ziemlich jung. Da gibt es richtige Graffiti erst seit 2004. Und ich durfte dann die erste Welle Sprüher kennenlernen und mit denen gemeinsam unterwegs sein. Gemeinsam mit israelischen Sprayern entstand zum Beispiel dieses Werk. Neben seinen gummiartigen Figuren interessiert er sich aber auch für andere Motive. Das Spannende ist, dass auch Graffiti-Schriftzüge auf Hebräisch zu sehen gibt. Das ist schon spannend, weil durch ein Form- und Zusammenspiel von Buchstaben ergibt sich ein ganz anderes Bild. KJ263 ist Grafikdesigner, lebt aber heute hauptsächlich von Auftragsarbeiten als Graffiti-Künstler. Letztes Jahr hat er zusammen mit 4 anderen Sprayern dieses Haus in Neuss besprüht, in gerade mal 6 Tagen. Wer in den kommenden Tagen noch eine Veranstaltung besuchen möchte, die jüdischen Kulturtage laufen noch bis zum 22. März. Egal ob in München, Leipzig oder Düsseldorf, es gibt Menschen, die eine angebliche Islamisierung des Abendlandes fürchten und verstärkt auf die Straße gehen. Es gibt aber auch diejenigen, die gerade jetzt für mehr Toleranz werben. Gemeinsam gegen Ausgrenzung und Rassismus, das ist vielen Düsseldorfern wichtig. Bereits zum 3. Mal in diesem Jahr gingen hunderte Bürger dafür auf die Straße. Islam und Christentum sind eigentlich identisch und das sollte man den Leuten auch beibringen. Weil wenn man mehr weiß, dann kann man auch die Angst wegkriegen dadurch. Düsseldorf ist ein kunterbunter Stadt, Stadt der Vielfalt und deswegen sehen wir uns auch gezwungenermaßen hier einfach dabei zu sein. Mit dabei auch der Mosaikverein. Mitglieder sind Christen und Muslime, die gemeinsam kochen, sich auf Leseabenden treffen und eben auch auf die Straße gehen. Monika Lent-Öztürk leitet Mosaik. Das Ziel unseres Vereins ist, den Dialog der Kulturen mit verschiedenen Veranstaltungen zu fördern und gegenseitige Vorurteile abzubauen. Mit Rillerpfeifen protestieren, aber auch die türkische Kultur kennenlernen. Ein möglicher Weg für mehr Verständnis. Das findet auch Sänger Mustafa Görenç. Seit er 16 ist, macht er Musik, komponiert und schreibt Protestlieder. Darin geht es um Freiheit, Frieden und Gesellschaftskritik. Mit Musik kann man auch sehr viel erreichen. Und mit positiver Musik kann man auch Menschen positiv beeindrucken und Menschen vieles, vieles Gutes geben, denke ich. Viel Gutes möchte auch der Mosaikverein erreichen und nicht nur einmalig bei einer Demo. Die nächste Veranstaltung, die Christen und Muslime einander näher bringen soll, ist schon geplant. Deutsch-türkische Literaturgespräche. Faszination Football. Die U19 der Düsseldorfer Panther startet mit dem Training in eine neue Saison. Dieses Jahr sind die Jungs besonders motiviert. Der ehemalige Panther-Jugendspieler Sebastian Vollmer gewann im Februar als erster Deutscher den Super Bowl. Jetzt wollen sie in seine Fußstapfen treten. Durchblick Düsseldorf war beim Trainingsauftakt dabei. Mit 100% in den Saisonauftakt. Am 18. April starten die Düsseldorf Panther in die neue Spielzeit. Eines der Nachwuchstalente ist der 18-jährige Vojislav Hahn. Sein Job ist es, die gegnerischen Spieler vom eigenen Quarterback wegzuhalten. Momentan ist mein 2. Jahr Football. Ich habe schon damals als kleines Kind immer Footballfilme geguckt und hat mich eigentlich schon immer fasziniert, der Sport, aber irgendwie nie dazu gekommen anzufangen.
Und letztes Jahr hat ein Klassenkamerad von mir hat mit dem Sport, ich weiß nicht, auch schon 9 Jahre lang gemacht. Mich dann halt irgendwann dazu mitgenommen und gesagt, so, komm, probier's mal aus. Und seitdem total fasziniert davon. Im Wintertraining wurden die Spieler fit gemacht für die neue Saison. Athletik, Geschwindigkeit, Ausdauer. Jetzt arbeiten die Jungs 3-mal pro Woche auf dem Platz am Feinschliff. Jetzt geht es halt wirklich daran, die Taktik zu forcieren, die einzelnen Steps richtig hinzubekommen, immer wieder Sachen zu wiederholen, sodass man auf dem Feld im Prinzip nur noch Automatismen hat und nicht mehr über einzelne Sachen nachdenken muss. In der letzten Saison unterlagen die Panther im Junior Bowl, dem Finale der Football-Jugendteams in Deutschland, den Crocodiles aus Köln. In der neuen Saison soll das natürlich besser laufen. Also das erste Ziel ist natürlich, unter die ersten 2 zu kommen, das heißt die Playoff-Qualifikation. Und dann wird durch Deutschland gereist und dann ist im Prinzip das nächste Ziel natürlich der Junior Bowl. Und klar, wenn man im Junior Bowl ist, dann ist das Ziel auch, diesen zu gewinnen. Den Junior Bowl will auch Woislav Hahn gewinnen und sich dann vielleicht für eine Profikarriere empfehlen. So wie Ex-Panther Sebastian Vollmer, der im Februar den Super Bowl gewann. Ja, die Konkurrenz ist auf jeden Fall ziemlich hart und so wie Vollmer Profi zu werden, ist halt nicht wirklich einfach, weil jeder hat so, glaube ich, das Ziel, irgendwann mal Profi zu werden, aber so ein größter Traum wäre auf jeden Fall schon mal so ein Stadion füllen zu können, wo die Leute so wegen dir vorbeikommen. Doch jetzt zählt für ihn und die Panther erstmal die neue Saison. Sie kennen das bestimmt. Sie haben gerade eine neue Mietwohnung gefunden und ärgern sich über die hohe Provision für den Makler. Das wird sich ab April ändern. Die Große Koalition hat beschlossen, dass in Zukunft nicht mehr der Mieter, sondern der Vermieter die Kottage zahlen muss. Düsseldorf, eine der teuersten Städte Deutschlands. Der Markt ist extrem angespannt, Mieten für viele nicht bezahlbar. Hier soll die neue Regelung helfen. Jan Lorbach studiert in Düsseldorf. Noch wohnt er in Köln, jetzt sucht er eine Wohnung an seinem Studienort. Ich finde es natürlich großartig, dass der Makler vom Vermieter bezahlt wird, weil als Student bin ich halt immer knapp bei Kasse und wenn der Makler jetzt vom Vermieter und nicht von mir bezahlt wird, kann ich mir halt leisten und Wohnungen suchen. Jan Lorbach sucht schon seit einigen Wochen nach einer Mietwohnung. Fündig geworden ist er bisher nicht. Jetzt probiert er es mit einem Immobilienmakler. Wenn die Suche erfolgreich ist, muss Jan ihm am Ende 2,5 Monatsmieten überweisen. Noch, denn ab April fährt diese große Einnahmequelle der Immobilienmakler weg. Ich halte das absolut für unnötig, weil das ist ein Versuch von einer Reglementierung, der die Stadt uns wieder vorgibt, der absolut unnotwendig wäre. Der Markt reinigt sich von selbst und regelt sich auch von selbst. Der Berufsverband EDV hat schon angekündigt, Verfassungsbeschwerde gegen das Gesetz einzulegen. Doch nicht jeder Makler sieht das so negativ. Am Ende des Tages wird es so aussehen, dass der Vermieter, der bislang mit dem Mieter das Gespräch gesucht hat und der Mieter hat dann gesagt, Mensch, ich habe hier das Problem, dass ich jetzt 2 Monatsmieten, da die alte Wohnung, die neue Umzug, dass man mal schnell einen mietfreien Monat rausgehandelt hat oder nochmal gesagt hat, lass doch mal schnell die Wohnung durchstreichen. Das sind alles Dinge, die werden in Zukunft garantiert wegfallen. Trotzdem, das Gesetz soll gemeinsam mit der Mietpreisbremse den Wohnungsmarkt beruhigen. Fast 600 Millionen Euro sollen die Mieter nach Berechnung des Justizministeriums in einem Jahr sparen. Entlastung gerade für die Bürger in besonders teuren Städten. Der Anwalt Michaelo D'Amaro rechnet mit Gegenwehr der Makler. Es wird möglicherweise Versuche geben, diese neue Gesetzeslage zu umgehen, aber tatsächlich wird das doch für den überwiegenden Teil ein erheblicher Ersparnis sein. Ab dem 1. April haben Wohnungssuchende also deutlich mehr Geld zur Verfügung. Bald fängt der Frühling an. Zeit, den eigenen Körper mal wieder richtig in Form zu bringen. Unzählige Sportarten versprechen weniger Winterspeck, mehr Muskeln, eben ein rundum Vitalgefühl. Trainer Carsten Schick und die Studentin Naomi Weiger haben für sie 3 unterschiedliche Methoden getestet, um fit in den Frühling zu starten. Das Ziel? Sport, den jeder, jederzeit und ohne viel Aufwand treiben kann. We'll be right back.
Wir machen heute drei verschiedene Varianten des Trainings. Das ist einmal Freeletics, basierend auf Ganzkörpertraining, was dich sehr an deine Leistungsgrenze bringen wird. Dann machen wir Yoga, was wieder von der inneren Ruhe her und von der inneren Zufriedenheit her dich stabilisieren wird, sagen wir mal. Und dann machen wir noch eine App-gestützte Variante. Das ist einfach ein 7-Minuten-Training, was man ganz einfach zu Hause auch nachmachen kann. Ja, cool. Okay? Gut, starten. Naomi Weiger testet als erstes Freeletics. Eine Kombination aus Ausdauer- und Eigengewichtübungen. Ist nach unten, setzt die Hände auf den Boden, Schultern anspannen, springst nach hinten, springst wieder ran und machst noch einen Strecksprung hinterher. Viele Wiederholungen auf Zeit treiben den Puls schnell in die Höhe. Disziplin und viel Wille sind nötig, um schneller und stärker zu werden. Gar nichts für Sportmuffel. Ja, gegen andere zu kämpfen und die gleichen Workouts vielleicht in einer besseren Zeit zu machen oder seine eigene Zeit zu schlagen. Und wenn man dann natürlich nach 2, 3, 4, 5 Wochen sieht, man hat sich total verbessert, das gibt natürlich dann einen super Motivationsschub und das macht dann schon echt Spaß. Danach geht es für die Studentin ins Yoga-Studio. Wer den Entspannungssport regelmäßig macht, kann Stress abbauen. Trotzdem, der Körper wird gefordert. Und dann nur den Oberkörper nach oben bewegen, den hochdrücken, Augen schließen, Kopf leicht in den Nacken, tief einatmen. Eine saubere Technik ist wichtig, um sich nicht zu verletzen. Es ist schon anstrengend, aber man macht das irgendwie ganz, ja, alles mit sehr viel Ruhe und entspannt und man achtet sehr viel auf die Atmung und dadurch wird es auch sehr intensiv und das gefällt mir gut. Für das Training zwischendurch im Wohnzimmer testet Naomi Weiger die App 7. Das Smartphone oder Tablet gibt in 7 Minuten jeweils 12 Übungen vor. Das Versprechen, der ganze Körper bleibt grundlegend fit. Klare Anweisungen mit Bildern und eine Stoppuhr geben die Übungen vor. Vergessen werden kann die Fitnesseinheit nicht. Die kostenlose App sendet Meldungen und bittet den Nutzer jeden Tag aufs Neue um 7 Minuten seiner Zeit. Am besten hat mir, glaube ich, das Freeletics mit Carsten gefallen, wo ich mich wirklich richtig mal auspowern konnte und Kraftübungen machen konnte. Da bin ich, glaube ich, auch der Typ für. Das Yoga hat mir auch sehr gut gefallen, weil das für mich mal eine neue Erfahrung war, so eine Art von Sport zu machen. Und die 7-Minuten-App, ich meine, das war, fand ich jetzt nicht was super Besonderes. Das sind ganz simple Übungen, die jeder schon irgendwo mal gemacht hat. Aber trotzdem, jeden Tag sich da mal Zeit für zu nehmen, ist schon gut. Sport im Wohnzimmer, das hört sich doch gut an. Werde ich auch mal testen. Das war's auch schon von Durchblick Düsseldorf. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Machen Sie es gut.